Hallo, ich bin Patrick und das ist 14 Minuten deine tägliche Portion Deutsch. Folge 54. Margarete Steif und der Teddybär. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 14 Minuten. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Wenn ihr euch an eure Kindheit erinnert, an die Zeit, als ihr noch klein wart und vielleicht manchmal alleine wart. Ihr wart allein zu Hause, wart allein im Bett und habt euch vielleicht ein bisschen einsam gefühlt. Hattet ihr dann vielleicht einen kleinen Freund, mit dem ihr ein bisschen schmusen konntet, mit dem ihr ein bisschen kuscheln konntet, der euch immer verstanden hat? Vielleicht hattet ihr den? Ich hatte auf jeden Fall so einen kleinen Freund, als ich klein war. Wovon spreche ich? Ich spreche von einem Teddybären. Viele, viele Kinder haben einen Teddybär. Auch Erwachsene haben oft Teddybären oder andere Plüschtiere, andere Tiere aus Plüsch, die so ähnlich sind wie ein Teddybär. Also ihr alle kennt auf jeden Fall den Teddybär. Aber wusstet ihr denn schon, woher eigentlich der Teddybär kommt? Ja, der kommt nämlich aus Deutschland und wurde vom Unternehmen Steif erfunden. Und in dieser Folge möchte ich euch eine ganz besondere Frau vorstellen, eine Deutsche, und zwar Margarete Steif. Margarete Steif war eine ganz besondere Frau. Sie hat damals Stofftiere produziert und zusammen mit ihrem Neffen Richard hat sie den Teddybär entwickelt, der heute so weltberühmt ist. Also darum geht's. Los geht's. Margarete Steif. Wer war diese Frau? Margarete Steif wurde am 24. Juli 1847 geboren. Sie hatte 3 Geschwister und wurde in Süddeutschland geboren, in Gingen. Schon als sie 1,5 Jahre alt war, als sehr kleines Kind, hat sie die Kinderlähmung bekommen. Eine sehr schlimme Krankheit und danach musste sie im Rollstuhl sitzen, ihr ganzes Leben lang. Sie konnte nicht mehr gehen. Aber obwohl sie die Kinderlähmung hatte und danach im Rollstuhl sitzen musste, war sie neugierig, war sie aktiv, hatte viel Energie und sie interessierte sich für das Nähen. Ihre Eltern waren erst so ein bisschen skeptisch und wollten nicht, dass ihre Tochter auf eine Nähschule geht, aber am Ende durfte sie auf die Nähschule gehen. Und auch das war nicht so einfach. Aufgrund ihrer Krankheit hatte sie Probleme mit ihrer rechten Hand. Wenn sie die rechte Hand benutzt hatte, hatte sie Schmerzen. Und das Nähen war dann nicht so einfach. Die Benutzung der Nähmaschine war auch nicht so einfach. Aber sie hat Wege gefunden, damit umzugehen und hat tatsächlich die Ausbildung trotz der Probleme abgeschlossen. Als sie 17 Jahre alt war, war sie ausgebildete Schneiderin. Sie hat dann in einer Schneiderei gearbeitet für Frauen zusammen mit ihren beiden älteren Schwestern. Später verlassen ihre beiden Schwestern den Ort und sie macht alleine weiter. Und ihr Geschäft wird langsam immer größer. Sie näht ihre eigene Kleidung und bekommt immer mehr Kunden. Ihr Geschäft wird immer beliebter und sie kann sogar Arbeitskräfte einstellen. Sie hat eigene Mitarbeiter. Und Margarete Steif hat nicht nur Kleidung gemacht, Kleidung genäht, sondern auch kleine Nadelkissen aus Filz. So Nadelkissen, ein Kissen kennt ihr vom Schlafen, das liegt im Bett, da legt ihr euren Kopf drauf, aber ein Nadelkissen ist so viel kleiner, da steckt man die Nadeln rein, wenn man sie gerade nicht braucht. Und 1880 hat sie einfach so aus Spaß einen kleinen Stoffelefanten genäht. Und sie wollte diesen Elefant eigentlich als Nadelkissen benutzen,
Aber sie hat sehr schnell festgestellt, dass dieses Nadelkissen irgendwie bei Kindern sehr beliebt ist. Die Kinder mögen diesen kleinen Elefanten aus Stoff. Und so ist das erste Steiftier geboren. Und das ist auch der Beginn der berühmten Stofftiermanufaktur Steiff. Diese Elefanten werden immer beliebter. 1885 werden noch 600 Elefanten produziert. Ein Jahr später sind es schon mehr als 5000 Elefanten, die in dieser Stofftierfabrik produziert werden. Aber der Elefant aus Stoff ist erst der Anfang gewesen. Danach hat Margarete Steiff und ihre Firma andere Stofftiere entwickelt und genäht. Die Kollektion wird immer größer, die Fabrik bekommt immer mehr Mitarbeiterinnen und Margarete Steiff wird langsam eine unabhängige und sehr erfolgreiche Unternehmerin. Margarete Steiff stellt dann auch ihre Neffen Richard, Paul, Franz, Hugo und Otto Steiff ein. Die alle werden auch Mitarbeiter in ihrer Fabrik. Und zu ihrem Neffen Richard hat sie ein besonders gutes Verhältnis. Die beiden stehen sich besonders nah. Richard Steiff war wohl sehr lustig, kreativ und fantasievoll, hatte viel Fantasie. Richard Steiff war dann im Jahr 1902 im Tiergarten in Stuttgart und wurde dort anscheinend inspiriert, denn danach hatte er die Idee, einen Bären zu produzieren. Margarete Steiff war erst nicht so begeistert von dieser Idee, fand diese Idee noch nicht so gut, aber dennoch hat sie es gemacht und der Bär wurde produziert und präsentiert auf der Leipziger Spielwarenmesse, also einer großen Ausstellung für Spielzeug. Dieser Bär, der neu produziert wurde, hieß Bär 55 PB. Und seine Gliedmaßen, also die Beine und die Arme, konnte man bewegen. Die waren beweglich. Der Bär war 55 Zentimeter groß, deswegen 55. Und PB steht für Plüsch und beweglich. So der Bär 55 PB. Der Bär 55 PB war am Anfang aber überhaupt nicht beliebt. Zunächst will diesen Bär keiner kaufen, aber am letzten Tag der Messe kommt dann ein amerikanischer Händler an den Stand und ist begeistert von dem Bären, von dem Stofftier. Er bestellt 3000 Exemplare und in den USA wird der Bär dann ein Verkaufsschlager. Verkaufsschlager heißt, das Produkt ist sehr, sehr beliebt und wird sehr oft verkauft. Und dort im Jahr 1906 bekommt dieser Bär, den heute alle kennen, den Namen Teddybär. Woher kommt dieser Name Teddy? Dieser Name kommt vom amerikanischen Präsidenten Theodore Teddy Roosevelt. Teddy war der Spitzname des Präsidenten. Woher hat dieser Präsident damals den Namen Teddy bekommen? Das ist auch eine interessante Geschichte. Der amerikanische Präsident wollte damals Schwarzbären jagen in Mississippi. Allerdings hat er keinen Bären getroffen, ihm ist kein einziger Bär begegnet. Danach haben seine Begleiter ihm einen jungen Bären gefangen und an einen Baum gebunden. Der Präsident sollte dann auf diesen Bär schießen, aber der Präsident hat sich geweigert. Er wollte das nicht. Er hat nicht auf diesen Bären geschossen, der sich nicht wehren konnte, der verteidigungslos war. Über diese Geschichte gab es dann einen Artikel in der Tageszeitung Washington Post. Es gibt auch eine sehr, sehr berühmte Karikatur dieser Geschichte. Und so hat Theodore Roosevelt dann seinen Spitznamen Teddy bekommen und das neue Plüschtier aus Deutschland, das so beliebt war in den USA, hat dann diesen Spitznamen Teddy bekommen.
Nachdem der Teddybär dann so erfolgreich war in den USA, so viele Leute in den USA haben dieses Produkt gekauft, ist die Firma Steiff in Deutschland immer größer geworden. Aus der kleinen Fabrik ist eine Weltfirma entstanden. Wenige Jahre später, im Jahr 1907, hatte die Firma schon 400 Mitarbeiter und es wurden fast 1 Million Teddybären produziert und natürlich weiterhin andere Stofftiere, Plüschtiere. Margarete Steiff hat das alles noch erlebt in den ersten Jahren. Sie hat erlebt, wie die Firma immer größer wurde. Sie hat erlebt, wie der Teddybär in den USA solch ein Verkaufsschlager wurde. Allerdings ist Margarete Steiff dann am 9. Mai 1909 gestorben. Sie hatte eine Lungenentzündung und starb dann an den Folgen dieser Lungenentzündung. Nach ihrem Tod haben dann ihre Neffen die Leitung der Firma übernommen. Ihre Neffen wurden die neuen Chefs des Unternehmens. Danach hatte es die Firma Steiff nicht immer leicht. Es gab den Ersten Weltkrieg, da gab es dann ein Importverbot für die Produkte von Steiff. Es gab große Schwierigkeiten zu produzieren und zu verkaufen. In den 20er Jahren war die Situation dann wieder besser natürlich. Viele, viele Produkte werden verkauft. Dann natürlich Zweiter Weltkrieg. Es ging wieder bergab. Ja. Die Produktion wurde komplett gestoppt. Die Produktion wurde komplett eingestellt im Zweiten Weltkrieg. Aber der Weltkrieg war dann zu Ende 1945 und 2 Jahre später, schon im Jahr 1947, ging die Produktion wieder los. Es gab wieder 1000 Mitarbeiter. Und ja, wie sieht es heute aus? Wie ist die Lage der Firma Steiff heutzutage? Die Firma Steiff existiert immer noch. Und Steiff Plüschtiere und der Steiff Teddybär sind immer noch sehr, sehr beliebt und gelten als qualitativ hochwertige Produkte. Also wenn man an die Firma Steiff denkt, dann denkt man an etwas Gutes, an etwas, was Qualität hat. Und viele Produkte von Steiff, der Teddybär oder andere Tiere gelten auch als Sammelobjekte. Also es gibt Menschen, die diese Plüschtiere sammeln und tauschen und verkaufen und so weiter. Und obwohl natürlich heutzutage viele, viele, viele Unternehmen auf der Welt Plüschtiere und Teddybären produzieren, existiert Steiff weiter und hat immer noch viele, viele Anhänger, viele, viele Fans auf der Welt. Übrigens, wenn ihr mal in Süddeutschland sein solltet, könnt ihr in das Steiff-Museum gehen. Die Firma Steiff hat heutzutage ein eigenes Museum. Da könnt ihr über 3000 Teddybären sehen. Das Ganze ist interessant sowohl für Erwachsene als auch für Kinder. Da kann man zum Beispiel mehr über die Geschichte von Steiff und dem Teddybären erfahren. Und man kann sogar sehen, wie live ein Teddybär hergestellt wird. Das war's zum Thema Margarete Steiff und dem Teddybären. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche euch alles Gute. Das Transkript dieser Folge findet ihr wie immer kostenlos auf www.14minuten.de. Natürlich kostenlos. Bis bald, macht's gut, ciao, ciao.